Hallo und willkommen zurück zu Tokyo Xanadu. Letzte Folge hatten wir drei Freundschaftsevents und diese Folge kommen noch zwei weitere hinzu. Das sind ja alles so besondere Events. Und ich bin hierher gegangen, um mit Sora zu sprechen. Sora, ist irgendwas los? Du wirkst so niedergeschlagen. Ja, ich habe gerade ein Päckchen von meinen Eltern bekommen. Und da war ein Brief von meinem Vater drin. Ein Brief? Und worum ging es da? Ha, ja, keine große Sache. Nichts, weswegen man sich Sorgen machen müsste. Aber ich schätze, ich kann mich nicht mit ihm messen. Ich weiß ja nicht, was da läuft, aber vielleicht höre ich ein bisschen ihren Sorgen zu, so wie ein großer Bruder. Möchtest du mir davon erzählen? Ich weiß nicht, ob ich dir dabei helfen kann, aber ich kann dir zumindest zuhören. Ja, wenn es dir nichts ausmacht, danke. Wir gingen zur Ziegelgasse. Ich hörte zu, als Sora mir den Inhalt des Briefes erzählte. Du hast eine Wand um dich herum aufgebaut, die nur du selbst wieder einreißen kannst. Du musst deinen eigenen Mut finden und stärken. Der Weg zu den Kampfkünsten oder zum Meistern der Kampfkünste beginnt dort. Ich habe schon früher etwas zwischen den Zeilen gelesen. Mein Vater sagte, diese Zeilen habe ich schon früher gehört. Mein Vater hat sie mir gesagt, als ich von zu Hause weggegangen bin. Verstehe. Ich glaube, er wusste es von Anfang an. Dass die wahren Herausforderungen, die ich überwinden muss, erst in Tokio beginnen würden. Und dass ich auf eine Wand treffen würde und ja, in eine Art Niedergeschlagenheit oder in ein Schlamassel fallen würde, aus dem ich selbst nicht mehr herauskomme. Eine Wand treffen. Es klingt zumindest so, als will er dir mit dem Brief helfen. Aber er hätte ruhig deutlich sagen können, was gesagt werden muss. Naja, die wahre Bedeutung hinter seinen Worten zu erkennen, das ist ein großer Anteil seines Trainings. Und wenn ich das selbst nicht rausfinden kann, dann muss ich noch härter trainieren. Und da jetzt das Sommerturnier ansteht, muss ich besser werden, wenn ich Erwartungen erfüllen will. Ist das eine streunende Katze? Also sagen wir eine ausgesetzte Katze, so sieht das ja aus. Soll das Sora symbolisieren, die jetzt quasi weit weg von ihrer Familie lebt? Was macht die denn hier? Die muss jemand hier abgestellt haben. Was für ein widerliches Verhalten. Wenn du dich deiner Haustiere entledigst, warum hast du sie dir überhaupt erst angeschafft? Da, wo ich wohne, darf ich keine Haustiere halten. Ich fühle mich jetzt noch schlechter.
Die Kampfkunst dient doch vor allen Dingen dem Aspekt, Menschen zu helfen, oder nein, ja doch eigentlich Menschen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können. Und ich kann nicht mal einer kleinen Katze helfen. Es ist doch völlig sinnlos, zu versuchen, stärker zu werden, wenn ich doch immer nur versage. Warum suchen wir dem Kätzchen nicht ein neues Zuhause? Hä? Wir kennen einige Leute in der Stadt. Ich bin sicher, da finden wir jemanden, der sich um die Katze kümmert. Als allererstes fällt mir da Yanagi ein, der mit dem Sportgeschäft, der ist Single und ist ein liebevoller Mensch, also der würde sich bestimmt um die Katze kümmern. Beim Soba-Shop wäre ich vielleicht vorsichtig. Fleischerei scheidet auch aus. Ryotas Vater kommt nicht in Frage. Shioris Vater könnte noch sein. Also die Katze könnte ja auch in dem Buchladen einfach wohnen. Ja, Arcade und so scheidet natürlich aus. In so einem Café geht es natürlich auch nicht, aus Hygienegründen. Naja. Ja, du hast recht, das können wir zumindest versuchen. Ich lief mit Zora durch die ganze Stadt und suchte nach einem neuen Zuhause für das Kätzchen. Zuerst gingen wir in die Shoppingstraße, da die Leute alle sehr gut kennen. Wir haben dann auch mit den anderen XRC-Leuten gesprochen. Mit Leuten aus dem Karate-Club, Yukino und vielen anderen. Und als Resultat wollte natürlich keiner die Katze haben, weil sonst hätten sie nicht mit so vielen Leuten sprechen müssen. Marie? Ernsthaft? Also beziehungsweise, ja, Hitomi ist ja die Freundin von Marie. Deshalb konnte ich mich übrigens bei dem Interview auch nicht an Hitomi erinnern, weil die natürlich so im Schatten von Marie immer steht. Also ich habe die Erlaubnis von meinen Eltern bekommen, wir können sie adoptieren. Wirklich? Ach ja, ihr habt ja ohnehin schon viele Katzen zu Hause, oder? Naja, die sind uns quasi so zugelaufen. Und da ich für ihren Unterhalt bezahle, haben meine Eltern nichts dagegen. Also mach dir keine Sorgen, ich werde mich gut um sie kümmern. Alles klar, du bist ein Lebensretter. Danke, Hitomi. Ich bin froh, dass wir jemanden gefunden haben, der sie nimmt. Danke, Ko. Ich glaube, spieltechnisch musste jetzt auch jemand sein, der keine weitere Bedeutung mehr hat. Wäre es jetzt zum Beispiel Herr Yanagi gewesen, dann hätten sie die Katze ja irgendwie in seinem Laden einbauen müssen oder wie auch immer. Das ist schwierig und so ist jetzt bei Hitomi zu Hause. Sie war nie wieder gesehen. Warum dankst du jetzt eigentlich mir? Ich habe doch gar nichts gemacht. Du warst doch diejenige, die überall rumgelaufen ist und jemanden gesucht hat, um die Katze zu adoptieren. Ja, kann schon sein. Aber du bist derjenige, der mir geholfen hat, zu verstehen, was Vater meinte. Wir konnten die Katze retten, weil wir es waren. Ich
Ich bin sicher, das ist eine andere Form der Stärke, als Vater sie hat. Jeder hat seine Wände, die ihn von anderen Leuten trennen. Aber jeder hat auch seine eigene Art und Weise, diese Wände einzureißen. Es gibt keinen Grund, dich mit anderen zu vergleichen. Entdecke einfach deine eigene Kampfkunst. Ich glaube, das wollte mein Vater mir damit mitteilen. Ich verstehe. Jeder hat also seine eigene Form der Kampfkunst. Wenn möglich, möchte ich stark genug sein, um andere Leute zu beschützen. Und ich glaube, der Schlüssel darin, den finde ich im XRC. Ja, gut möglich. Ich hoffe, dass wir Freunde bleiben. Und dass wir beide unseren eigenen Weg finden, um als Mitglied von XRC stärker zu werden. Ja, das heißt, wir haben jetzt noch ein Freundschaftsevent. Und das machen wir nicht mit Toa. Sondern Partymitglieder haben ja Vorrang. Und es gibt nur noch zwei Partymitglieder, die wir ansprechen können. Da haben wir einmal Yuki. Und Leon. Ja, dann gehen wir mal zu Yuki. Nein, natürlich nicht. Ja, Sora hat sich auch nochmal für alles bedankt und will jetzt noch härter trainieren. Danke noch wegen gestern Abend, Co. Rion, was machst du denn hier? Ich wusste gar nicht, dass irgendwie ein Konzert sein soll. Nein, ich habe heute einen freien Tag. Manchmal bin ich auch im Turm an meinen freien Tagen. Okay, wenn du hier wieder eine Szene veranstaltest, dann kenne ich dich nicht, okay? Naja, da du schon mal hier bist, warum drehen wir denn nicht gemeinsam eine Runde? Es ist nicht ganz so verdächtig, wenn ich Arm in Arm mit einem Jungen hier lang gehe, als wenn ich als Mädchen alleine hier bin. Naja, das ist wahrscheinlich eher so mehr wie Öl ins Feuer gießen. Aber wahrscheinlich kann sie gut eine Pause gebrauchen. Okay, kein Problem. Es könnte ganz lustig sein, gemeinsam Zeit zu verbringen. Oh, ich hätte nicht damit gerechnet, dass du zustimmst. Naja, dann gehen wir. Aber sei darauf vorbereitet, dass vielleicht Gerüchte die Runde machen, dass wir eine innige Liebesbeziehung haben. Naja, dann sollten wir vielleicht nicht Arm in Arm gehen. Wir stromerten durch die Läden im Turm. Sobald wir mit dem Einkauf fertig waren, führte sie mich an einen besonderen Ort.
Du sagtest, du wolltest mich an einen ungewöhnlichen Ort führen. Ich hätte nicht gedacht, dass es das Theater sein würde. Heute scheint hier nichts los zu sein, aber dürfen wir hier einfach so rein? Ja, wenn man quasi zum Personal gehört, hat man seine Privilegien. Normalerweise kommen Leute ja nicht in ein Theater, wenn gerade keine Vorstellung ist. Insofern ist es schon ungewöhnlich, hier zu sein. Ja, kann man so sagen. Es ist auch ziemlich ruhig. Ganz anders als zu unserer Jubiläumsshow. Ja, es ist normalerweise immer so, wenn hier kein Publikum ist. Aber ich mag das. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Weißt du, einfach so die Bühne zu betrachten, da möchte ich direkt anfangen zu singen. Warum nimmst du nicht irgendwo Platz und hörst mir zu? Ja, klar. さりげない繋がりにどれだけの強い勇気をもらえただろう。ああ、気持ちよかった。 Yako sagte gerade noch, dass er fand, dass Rion noch besser geworden ist, als zu dem Zeitpunkt, wo sie da in der Fabrik gesungen hat. Und dass es jetzt ja auch die wahre Rion Kugayama ist, also die nicht besessene. Ach, das habe ich gebraucht. Ich mag es, auf dieser Bühne hier zu singen, weil es da so eine schöne Resonanz meiner Stimme gibt. Yare, yare. 結局自分が歌いたかっただけじゃないか? Ah, also hast du mich deshalb hergebracht. バレたか? Ja, schuldig im Sinne der Anklage. それで? リオンちゃんのシークレット単独ライブのご感想は? Also, was hältst du von dem fantastischen Rion super geheim Solo-Konzert? ああ、よかったぜ. Ah, ziemlich gut. アカペラなのに。 Ich weiß, du hast ja a cappella gesungen, aber es war beinahe so, als hätte ich die Musik im Hintergrund hören können. Und ich kann sagen, du bist seit dem Vorfall neulich noch besser geworden. Ja, mir kommt es auch so vor. Es ist beinahe so, als ob ich mich jetzt wahrhaftig ausdrücken kann. Mit meinen Speaker-Kolleginnen auf der Bühne, dann die ganzen Fans im Publikum. Da muss ich jetzt gar keine Angst mehr vor irgendwas haben. So, ka. Tak. Takumashii tsuka nan tsuka. Ja, du bist stärker, als du aussiehst. Aber bringt das denn was? Du hast doch mal gesagt, dass es sinnlos ist, wenn nur eine Person zuhört. Ja, natürlich ist das in Ordnung. Das ist meine Art und Weise, dir Dankeschön zu sagen. Und außerdem, bist du nicht schon ein Fan? Ja, was soll das denn jetzt heißen? Kein Grund, so schüchtern zu sein. Aber jetzt mal im Ernst, ich werde lernen, wie man die Kraft in mir kontrollieren kann. Dann kann ich nicht nur die Speaker-Songs gut rüberbringen, sondern auch meine eigenen Gefühle. Ja, das verstehe ich.
und ich helfe dir dabei, so gut es geht. Wir kriegen das beide hin, Rion. Nachdem wir noch eine Weile miteinander geredet haben, gingen wir still aus dem Theater hinaus. So, prima. Das heißt, wir können Hauptstory weitermachen. Ich weiß es gar nicht, weil die letzte Folge ist jetzt schon wieder 5 Tage her, dass ich sie aufgenommen habe. Gucken wir doch mal hier rein. Hier die Quest nehmen. Quest haben wir erledigt. Was haben wir denn zu tun? Irgendwo steht es doch, wenn man irgendwas anklickt. Hier? Nicht. Da. Main. Achso, genau. Goro hatte sich krank gemeldet. Tova hat ihn vertreten. Ah ja, genau. Wir haben noch einen Nebenjob im Memorial Park. Ah, und eine Sache wollte ich auch noch gucken. Nämlich Shop-Info, ob wir die Sachen alle gekauft haben. So, Flight Jacket, weiß ich nicht. Spicy Gin Curry, Rezept haben wir, glaube ich. Pizza Sandwich? Achso, das ist jetzt aber kein Rezept. Pixus. Oh Mann. Ich habe keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich alles gekauft habe. Und wir können jetzt hier hingehen. So, das heißt, wir haben jetzt insgesamt 6 Grußkarten. Wenn man es drauf anlegt, kann man bestimmt mehr kriegen. Also von den Gruppenmitgliedern ja nur 5. Mehr geht da nicht, aber von den Nebencharakteren, da habe ich ja nur von Shiori eine bekommen, die aber für mich auch die wichtigste ist. Oh, ich erinnere mich noch an dich. Du bist der Temp-Typ, was? Also die Vertretung. Ja. Was? Ich bin so neidisch, dass du mit einem so schönen Mädchen da unterwegs warst. So neidisch. Ja, aber danke, dass du hergekommen bist. Ich musste ganz dringend was erledigen. Du musst hier dich um das Büro kümmern, bis der Laden gegen Abenddämmerung schließt. Kannst du direkt anfangen? Wirklich? Oh, danke schön. Okay, dann erkläre ich dir kurz, wie es läuft. Ich bekam einen Crashkurs, wie ich die Boote anleine, Anrufe entgegennehme. Und danach begann ich mit der Arbeit. Ach du liebe Güte, ich hätte nicht geglaubt, dass das so langweilig würde.
Naja, es ist auch ja bald Abend an einem normalen Werktag. Das ist wahrscheinlich immer so. Naja, in letzter Zeit war auch ein bisschen viel los. Vielleicht ist es gar nicht so übel, dass es heute ein bisschen ruhiger zugeht für mich. Mitsuki scheint wieder in ihrem Apartment zu sein. Hoffentlich kann sie sich gut ausruhen. Hallo Schnuckelhase, ich bin wirklich durstig. Ja, sollen wir dann zurückgehen? Wir können noch einen Halt im Café machen und vielleicht ein Stückchen Kuchen essen. Einen süßen, genau wie du es bist. Ach, mein kuscheliger Bubär. Vielleicht haben uns die Leute genau so gesehen vorhin? Oh nein, nicht in einer Million Jahren. Naja, sobald die zurückkommen, werde ich nochmal die anderen Boote inspizieren und dann... Wo kam denn dieser eisige Windhauch her? Mitten im Sommer friert der See zu. Innerhalb von Sekunden. Der See. Was passiert denn hier? Hilfe! Was läuft denn hier? Warte, ich bin sofort da. Vielen Dank, Tokisaka. Ich bin froh, dass dem Pärchen nichts passiert ist. Es ist zwar noch früh, aber ich denke, wir können den Laden für heute dicht machen. Sicher? Meinst du nicht, dass vielleicht noch ein paar Leute hier Schlittschuh laufen wollen? Ja, sicher. Und um ehrlich zu sein, es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, sich um Boote zu sorgen. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass etwas derartiges hier passiert. Niemals sollte so etwas passieren können, mitten im Sommer. Es ist wahrscheinlich... Kōsenpai! Tokisaka-kun! Ist der See wirklich zugefroren? Ich traue meinen Augen nicht. Sora, Mitsuki, habt ihr Nia davon erfahren? Ja, und ich habe beschlossen, vorbeizukommen. Ich war sowieso in der Gegend. Ja, du wohnst hier, soweit ich weiß, in dem Apartment, was wir da im Hintergrund sehen. Und zwar ganz oben, wenn ich mich recht entsinne. Das ist also auch ein super Blick. Ich glaube, die anderen, Asuka und so, kommen auch bald. Wir wissen noch nicht, welche Art von Schaden dadurch entstehen kann. Sollten wir nicht zumindest eine Untersuchung beginnen? Ja, schauen wir uns mal um. Okay. Das können wir beim Umschauen sehen, dass der See zugefroren ist.
und sowas. Tja, da fragt man sich, ob das alles wahr ist, was man hier sieht, oder ob das nur eine Illusion ist. Er ist jetzt sauer und verlangt vom Bootsverleih eine Erklärung, weil sein Date versaut wurde. Also, wenn mir sowas passieren würde hier, dann würde ich keine Sekunde mit dem Bootsverleiher über irgendwas diskutieren. Er hat das gar nicht richtig mitgekriegt, weil er über seine Zukunft nachdenkt. Die hier haben rote Ausrufezeichen. Ich will dann doch nochmal mit den anderen reden. Und er fragt sich, ob hier vielleicht doch ein Film gedreht wird. Die auch, okay. Also, wäre die Katze jetzt auch hier gewesen, wenn wir nicht mit Zora den Nachmittag verbracht hätten? Wahrscheinlich schon. Aber es wäre interessant. Könnte ich eigentlich nochmal ausprobieren. Okay, und er hat viele Bücher gelesen. In den Büchern war dann immer so ein Dämon schuld, der Gewässer hat einfrieren lassen. Aber dass er selbst sowas mal sehen würde. Die Temperatur des Wassers wäre interessant. Aber er traut sich natürlich nicht, das Wasser jetzt anzufassen. Nicht, dass er dann auch noch einfriert, ne? Gut, wir fangen mal vorne an. Und fragen die Leute hier. Boah, was passiert denn hier? Wir haben Leute schreien hören. Und auf einmal sahen wir, wie der See eingefroren ist. Es ging so wusch. Ja, das ist ja seltsam. Ist er wirklich vor euren Augen einfach so eingefroren? Ja, wir lügen nicht. Erst war alles noch Wasser, dann auf einmal ganz kalt und hart. Das macht mir schon Angst. Die scheinen sich das nicht auszudenken. Nee, nicht mit dir reden, Katze. Hey, ist das nicht der Typ von vorhin? Hitomi, du hast sie auch gesehen, oder? Nein, ich habe sie wohl verpasst. Aber er kann es wohl kaum gewesen sein. Denn ich hörte, er hat heute frei gehabt.
Naja, da gibt es einmal das eine und dann... Marie, hast du was Ungewöhnliches gesehen? Nee, vielleicht, keine Ahnung, spielt keine Rolle. Aber die Person, die ich gesehen habe, hatte keine Brille getragen. Also wird es wohl jemand anders gewesen sein. Jemand anders? Wovon redet ihr da überhaupt? Habt ihr zufällig den Augenblick erlebt, in dem der See zugefroren ist? Ja, das haben wir gesehen. Ja, es war so, als ob richtig so eine Eislinie quer übers Wasser gewandert ist. Über die Oberfläche? Aha. Ja, das müssen wir uns merken. Das war unerwartet. Ich habe gerade den Blick über den See schweifen lassen, als plötzlich sowas geschah. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass der See einfach plötzlich so eingefroren ist. Es hat mich so überrascht, dass ich geschrien habe. Tja, wir sollten noch mit mehr Zeugen sprechen. Ja, wir müssen das im Gedächtnis behalten. Nachdem ich mit allen geredet habe, bereitet mir eine Sache Kopfzerbrechen. Lass mich raten, jeder hat was anderes gesehen. Also gehen wir nochmal die Sachen durch, die wir gelernt haben. Erstmal die alte Dame. Sie sagte, bevor ich mich versah, war der See komplett eingefroren. Ja, und die Kinder sagten etwas Ähnliches. Sie hörten ja ein wenig Trubel und als sie sich umdrehten, ist der See vor ihren Augen eingefroren. Aber Marie und ihre Begleitung sagte, dass es so aussah, als ob das Eis sich über die Oberfläche hinweg bewegte. Das bedeutet, der See... ja, Marie stand ja in der Mitte. Die anderen haben das dann von der Seite gesehen. Also ich würde mal sagen, der hat im Zentrum angefangen und ist dann von innen nach außen gefroren. Nee, wohl doch nicht. Die Leute sind durchgedreht, als sie gesehen haben, dass mit dem See was nicht stimmt. Aber zu dem Zeitpunkt war das Wasser bei den Kindern noch nicht gefroren. Also hat der See von irgendeinem bestimmten Punkt angefangen zu frieren, aber es war nicht das Zentrum. Und wenn das so ist, dann ist es doch ganz natürlich, dass die alte Dame und die Kinder dasselbe gesehen haben. Ja, weiß ich ja nicht. Verstehe. Wenn es nicht von der Mitte angefangen hat, dann muss es ja irgendwo vom Ufer her begonnen haben. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal den Ursprungsort finden. Ja, auf jeden Fall. Und es muss irgendwas mit der Finsternis zu tun haben. Ja, wir können das schlussfolgern aus dem, was wir bereits wissen. Der Ursprungsort des Einfrierens war vermutlich... Ja, muss ja dann irgendwo in Richtung Dame gewesen sein, wenn...
Also wenn bei der Dame denn zuerst war es sofort eingefroren, dann hat Marie gesehen, wie sich was übers, so eine Eislinie übers Wasser bewegt. Und die Kinder, die haben sich dann erst umgedreht und dann gesehen, dass der See zugefroren war. Bei der alten Dame, habe ich gerade gesagt. Ja, irgendwo bei der alten Dame, am Nordufer des Sees. Ja, das ist am wahrscheinlichsten. Gehen wir da mal hin. Ja. Da hat zumindest eine Antwort gewusst. Bringt mir aber kein Wisdom. Das wird schwierig mit Wisdom Level 5. Naja, so ist das Leben. Das ist das Nordufer des Sees. Scheint von hier aus gefroren zu sein, aber wenn wir da noch ein bisschen weiter hochgehen, da sehen wir auch, dass das Land teilweise gefroren ist. Ich bekomme noch weitere Eclipse-Messungen. Sollen wir nach dem Tor suchen? Können wir sonst noch was tun? Ich glaube nicht, oder? Ich will noch mal eben sicher gehen. Ich glaube, wir können hier nicht mehr mit den Leuten reden. Okay, dann. Es ist direkt dort. Es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis Asuka und die anderen kommen. Wir sollten ihnen ja eine Leine werfen übers Nia, also dass sie uns quasi folgen kann, so eine Track-Information, und dann reingehen. Ja, das ist okay, wir sind zu dritt, da kann man schon mal reingehen. Und die anderen kommen ja hinterher, weil wir denen nachgegeben haben, wo genau wir sind. Der Garten der gefrorenen Bäume. Der Schuldige muss direkt vor uns sein, kein Zweifel. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir sind auf uns allein gestellt. Sora, Mitsuki, bleibt wachsam. Gut, wir haben vor allen Dingen Shadow, da kümmert sich Mitsuki drum. Water macht Sora und Steel könnte Co. machen. Aber wir haben zwei Steel-Monster. Was soll das? Ich glaube, ich lasse Co. dann einfach hier auf Shadow, oder? Denn nichts gegen Mitsuki, aber so Damage-Dealerin ist sie jetzt nicht von Hauptberuf. Gut, dann würde ich sagen, speichere ich ab und wir durchqueren die Eishöhle hier beim nächsten Mal. Also bis morgen. Tschüss.